So, dann lesen wir uns mal Spielregeln hier durch. Denn wir müssen ja bald wieder Spiele spielen. Ja, denn die Kitas machen wieder auf. Noch nicht richtig, aber fast quasi. Herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche. Ja, auf der authentisch, empathisch und vor allem digitalen Bildungsrevolution. Schön. Nach 8 Wochen gehen die Kitas quasi Richtung Regelbetrieb. Viel wurde diskutiert über die Notwendigkeit von sozialen Kontakten, gestressten Eltern, ängstlichem Kita-Personal und so weiter und so fort. Lasst uns das mal einordnen, soweit wir können, und schauen wir mal, zu welchem Konsens wir kommen. Ist das wirklich jetzt so schlimm und dramatisch, dass die Kitas öffnen? Oder gehen wir hier ein zu hohes Risiko? Kitas machen wieder auf. Ein Herz geht auf. Nicht nur eins, sondern mehrere. Von den Erziehern teilweise schon, weil sie sich freuen, endlich wieder in einen relativ normalen Betrieb zu gehen. Eltern sowieso, denn viele Eltern sind mit erhöhtem Stresslevel zu Hause, weil sie eben Homeoffice und Kinderbetreuung unter einem Hut bekommen müssen seit 8 Wochen. Und auch die ein oder anderen Kinder freuen sich, ihre Spielfreunde wieder zu haben. Nur nochmal die Frage: Gehen wir hier ein zu krasses Risiko ein? Haben wir vielleicht doch zu sehr Angst mittlerweile, mit dem Coronavirus umzugehen? Oder ist es eigentlich genau der richtige Weg? Endlich Kitas aufmachen, Schule aufmachen, Abi schreiben, Prüfung. Bup, 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 bup. Mal langsam, Leute. Also, wir fangen mal ganz vorne an. Es wird unglaublich viel diskutiert. Corona ist halt eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Da die richtigen Mittel zu finden und Wege zu gehen, ist nicht so einfach. Denn wir erwarten immer von den Leuten, die Experten sind, die Superschritte, weil sie ja ganz genau wissen, da muss es lang gehen und dort muss es lang gehen und dann wird es funktionieren mit dem bestmöglichen Erfolg. Nur, wie gesagt, schwierig. Denn wir müssen für ein ganzes Land entscheiden, wie wir wieder in den Betrieb kommen. Denn die Wirtschaft wird wieder angekurbelt, Betriebe gehen auch wieder in den Regelmodus und das bedeutet, alle Mitarbeiter müssen in die Läden, in die Fabriken und in die Büros. Somit steigt also auch die Zahl der Kita-Plätze, die gebraucht werden. Das heißt, es ist ein logisches 1 plus 1 gleich 2. Die einen jubeln und die anderen sind total genervt davon. Wieder andere haben eben Angst. Was bedeuten die Schritte jetzt eigentlich? Die Kitas sollen zu 70% ausgelastet werden. Schauen wir uns doch mal an, was 70% bedeutet in den nächsten Wochen. Haben wir also eine Kita mit 200 Kindern und davon 70%, die in die Notbetreuung dürfen, dann haben wir schon 140 Kinder, die in eine Kita gehen müssen, die durch einen sehr straffen Hygienemaßnahmenplan geführt wird. Das heißt Abstandsregelung, kleine Gruppen, die Erzieher, die sich auch nicht so durchmischen sollen, generell die Gruppen sollen sich nicht durchmischen. Das heißt, alle müssen auch Hygienestandards ja einhalten. Bedeutet dann wiederum Hände waschen in Schichten, essen in Schichten, schlafen in Schichten, sauber machen in Schichten. Der ganze Tag ist quasi in Schichtbetrieb. Quasi so eine kleine Kinderfabrik. Hört sich blöd an, ist aber so. Denn wir müssen so viele Standards eigentlich einhalten, dass es quasi fast unmöglich ist, einen normalen Betrieb laufen zu lassen. Auch rausgehen ist nicht so einfach, denn dort muss es auch in Schichten ablaufen. Bestenfalls, wenn man einen riesen Garten hat, kann man den vielleicht noch mal teilen, sodass zwei Gruppen oder drei Gruppen gleichzeitig rausgehen können. Bedeutet aber trotzdem, da werden strenge Regeln eingehalten. Sonst funktioniert es nicht. Und 140 Kinder. Ich weiß ja noch nicht, ob ihr schon mal in so einer Kita gearbeitet habt, aber 140 Kinder. Puh, das ist eine Hausnummer. Und dann kommt es auch ganz darauf an, wie die Häuser beschaffen sind. Manche Häuser haben wirklich unglaublich viel Platz, manche Häuser sind sehr verwinkelt, eng, haben nicht die größten Räume, haben vielleicht auch vorher ein ganz anderes Konzept gefahren, weil sie eben offen arbeiten und da Funktionsräume bedienen wollen, etc. pp. Das heißt, auch Kita-Konzepte müssen jetzt komplett umgeworfen werden, damit diese ganze Notbetreuung relativ entspannt
wenn man das noch so sagen kann, ablaufen kann. Je mehr von die Kinder kommen wieder in die Kita zurück und freuen sich ihres Lebens und können endlich unbefangen wieder mit ihren Spielfreunden spielen. Nein, denn die Kita ist plötzlich ein ganz anderer Ort. Viel reglementierter, viel eingeschränkter und viel, ich sag jetzt mal, bewachter. Denn man darf auch nicht vergessen, jede Kita wird das anders umsetzen. Klar gibt es die Träger, die sagen, so und so habt ihr das umzusetzen, aber dennoch haben die Kitas unterschiedliche Personalvoraussetzungen. Die einen haben sehr junges Personal, möglicherweise kaum Risikogruppen drin. Die anderen wiederum haben ein hohes Risikogruppenpotenzial. Dann gibt es Mischungen. Dann gibt es wieder Erzieher, die auch Angst haben, arbeiten zu gehen, weil sie sich einfach nicht mit Corona anstecken wollen. Das ist auch völlig in Ordnung, denn wenn man Corona richtig hat, mit Vollbild, dann ist das einfach auch keine schöne Krankheit. Dann liegt man auf der Intensivstation und muss gucken, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Das ist nicht witzig. Es ist eine Krankheit, die gefährlich ist, wenn man sie richtig bekommt. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, aber die Krankenschwestern und so, die müssen ja auch ran. Also was soll das? Whataboutism hilft aber trotzdem nicht. Man muss trotzdem schauen, dass man nicht neue Herde irgendwie entfachen lässt. Und das würde eben passieren, wenn eine Öffnung zu schnell voranschreitet. Ja, aber zum Glück gibt es ja Vorgaben, wie Notbetreuung ablaufen soll. Jein, und das wird sich jetzt zeigen. Wir sind von der Zwei-Eltern-Bestimmung zu der Ein-Eltern-Bestimmung gegangen. Das war schon schwierig, da wirklich durchzusehen. Teilweise sind Eltern und Kitas aneinander geraten, weil die Lage relativ kompliziert gewesen ist. Muss ich zu Hause bleiben mit dem Kind, wenn ich im Homeoffice bin, wenn einer im Homeoffice ist? Ist es denn so? Weil eigentlich muss ich ja arbeiten und der andere ist so systemrelevant. Und dann muss der ja aber arbeiten gehen und der andere muss aber auch arbeiten, soll aber aufs Kind aufpassen, weil Vorrang häusliche Betreuung, der ist plötzlich auch einelternrelevant, der ist gar nicht. Das ist wirklich schwierig. Teilweise gibt es auch große Vertrauensbrüche, weil Notbetreuung eher dafür genutzt wird, um, sage ich jetzt mal, die Kinder endlich wieder in die Kita zu bringen. Und nicht, weil die Notbetreuung unbedingt gebraucht wird. Ich möchte hier wirklich niemandem zu nahe treten. Jedem das Seine, definitiv. Aber Leute, Notbetreuung ist Notbetreuung. Da müsst ihr schon ein bisschen gucken. Es ist halt wirklich kein Spaß. Mit jedem weiteren Kontakt zu einer anderen Kette werdet ihr auch der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Ihr selber auch als Eltern und die Kinder natürlich auch. Wie auch immer sie im Ansteckungsrisiko hoch oder nicht so hoch liegen, aber Fakt ist, wenn sie es übertragen, übertragen sie es. Es ist einfach so. Und natürlich schwebt da dann eben auch die Sorge mit, dass wenn wir jetzt zu schnell öffnen, diese Corona-Herde einfach nicht mehr einzudämmen sind und sie quasi fahrlässig sich verbreiten, ohne Grenze, ohne Möglichkeit, das wirklich zu stoppen. Und das ist ja auch die Frage, was ist denn dann, wenn sich jemand ansteckt? Wird sofort die Kita zugemacht? Muss man erst warten, bis derjenige positiv oder negativ getestet ist? Was ist, wenn derjenige positiv getestet ist? Muss denn die ganze Gruppe nur in Quarantäne, die in Kontakt war, also die ganze Kita, weil man bewegt sich ja doch irgendwo. Man kann ja auch nicht immer sagen, ey, dahin gehst du nicht und der Trakt ist nur für den. Das ist Kita. Das ist kein Restaurant, wo man es nochmal ganz klar abstecken kann oder eine Fabrik, wo man sagen kann, dieses Abteil ist nur noch separiert etc. pp. Das ist schon nicht so einfach. Und deswegen kann ich voll verstehen, dass man sagt, ja, na klar, gibt ja Regelungen, darauf pocht man. Aber diese Regelungen sind unglaublich schwer umzusetzen. Nämlich, Matthias, was willst du denn jetzt da machen? Was ist denn dein bester Ansatz? Rücksicht. Rücksicht ist der beste Ansatz. Das bedeutet, entscheidet wirklich sehr gut, ob ihr in die Notbetreuung müsst mit eurem Kind. Gibt es da andere Möglichkeiten? Redet nochmal mit dem Arbeitgeber. Ich weiß, auch diese Kulanz ist langsam relativ aufgebraucht. Das verstehe ich auch. Da kann ich auch sehr gut wirtschaftlich denken und irgendwann sagt man auch als Arbeitgeber, jetzt müssen die aber ran. Ist ja quasi bei den Kitas genauso, wo man auch sagt, ey, jetzt müssen die mal raus wieder aus dem Homeoffice. Jetzt müssen die ran an die Kinder, denn wir werden gebraucht. Wir wollten systemrelevant sein, also bitte, dann go, dann ran da und seid für die Leute da. Problem dabei ist aber, dass man das Gefühl hat als Erzieher, dass man so verprellt wird. So, hier, ihr seid jetzt die Nächsten, die da ran müssen an die Front, sage ich jetzt mal so
blöd es auch klingt, aber man hat das Gefühl. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass es da sehr uneinige Meinungen gibt, beziehungsweise sehr differenzierte Meinungen gibt zu dem Thema. Sollen wir jetzt einfach nicht die Kitas komplett aufmachen oder was machen wir hier eigentlich? Dieses komische Verschleppen, auf der anderen Seite sind die Spielplätze offen, da werden schon Ketten vermischt und ja, ich bin schon am Spielplatz vorbeigelaufen und also Abstand ist echt was anderes. Ja, aber warum sollen es die Kinder hinbekommen, wenn es teilweise die Erwachsenen auch nicht immer hinbekommen? Und ansonsten ist der Lösungsansatz reden. Redet mit euren Einrichtungen. Versucht sie nicht auszuspielen. Geht auf sie zu. Schildert eure Situation. Letztendlich müssen die Träger und dann eben auch die Kitas nach bestimmten Vorlagen entscheiden. Klar wird dann auch von dem Berliner Senat zum Beispiel auch gesagt, hey, entscheidet selber. Das ist auch irgendwo logisch, weil man ist ja auch quasi direkt an den Eltern dran, aber man wirkt dann so verloren, weil der Senat sagt, entscheide du selber. Dann entscheidet man eventuell selber, dann könnte es einfach falsch sein und man verprellt die Eltern und die wissen dann auch wieder nicht, aber eigentlich bin ich doch systemrelevant oder ich muss ja jetzt wieder ins Geschäft, weil alle Geschäfte aufmachen. Also es ist eine Krux. Und ich glaube, am Ende hilft Reden am meisten. Nicht streiten. Wozu? Es ist auf den Schultern der Kinder, auf den Schultern der Erzieher. Und am Ende seid ihr auch nicht glücklich, wenn ihr unnötige Streitigkeiten anfangt. Und was hilft noch? Geduld. Schwieriges Thema. Ich weiß, Geduld ist auch nicht meine super grandiose Kompetenz, aber ich versuche mich darin zu üben. Und wichtig ist, gebt den Leuten Zeit, mit dieser Situation jetzt auch wieder umzugehen. Denn jede Erweiterung der Kita-Plätze, die jetzt angeboten werden können, bringt neue Probleme in der Strukturierung mit und die müssen erstmal ordentlich umgesetzt werden. Natürlich sind Medien relativ schnell, das ist so ihre Natur. Also das heißt, wenn ihr also immer wieder neue Sachen lest, nicht gleich am nächsten Morgen hin und sagen, ey, ich habe aber den Notstand, ich muss hier hin. Nein, entspannt euch. Auch die Kitas müssen erstmal planen, denn Träger kriegen nicht immer sofort Bescheid, wenn es final ist. Muss ich einfach dazu sagen, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nur weil es im Internet steht oder beim Tagesspiegel oder in den lokalen Zeitungen heißt es nicht, dass die schon eine Woche vorher Bescheid wissen und sagen, ach, jetzt Stufe 1, los geht's. Geduld. Ja Leute, natürlich, ihr Eltern, ihr wollt nur das Beste für euer Kind und ihr wollt natürlich auch weiterhin für die Sicherheit sorgen eurer Familie, sowohl finanziell als auch gesundheitlich, definitiv. Und deswegen geht nochmal gut in euch. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es euch zurzeit geht, was ihr darüber denkt, über Kita-Öffnung oder ob alles offen sein soll oder wie auch immer. Schreibt mir gerne eure Meinung. Lasst uns mal darüber reden. Vielleicht, hey, wenn wir einen gemeinsamen Konsens finden, können wir den vielleicht auch vorschlagen. Ja, so, reicht. Dankeschön fürs Zugucken und Zuhören. Wenn ihr mehr wollt, dann haut doch mal bei Instagram rein, hier sozial verzogen, da bin ich natürlich auch, Twitter, Facebook, überall, der Podcast, der läuft jetzt auch wieder an. Ich die erste Folge schon als Skript fertig, ich muss sie dann nur noch einsprechen und ja, dann ansonsten sozialverzogen.de. Ich würde mich freuen, wenn wir im Kontakt bleiben, also haut gerne ein Abo raus, auch das hilft mir weiter und euch vielleicht auch. Habe ja noch ein paar andere Videos, die jetzt nicht unbedingt hier so ein Real Talk, was ist hier, wenn Kita offen ist, Thema ist. Natürlich auch viel digitale Bildung etc. pp. Danke, Leute. Ciao. Und bleibt sozial verzogen. Bis dann.